So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor wir mit das Video starten, sorry erstmal, dass gestern kein Video kam, aber EA hat kein Content gebracht und ich finde gerade, es ist noch irgendwie zu früh mit FIFA 21 Content durchzustarten. Geht circa so, wie gesagt, ab dem 5. September spätestens los und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so spät, weil in 20 Tage später, dann so ab dem 25. sollte die Web-Web erscheinen, EA Access, und dann geht ja das Ganze mit FIFA 21 los. Und ja, Jungs, ich war beim Friseur, bitte nur Spitzen schneiden, der hat mir gefühlt fast eine Glatze geschnitten, aber ist ein anderes Thema. Wir fangen jetzt an mit einem Top-Kommentar und zwar, also Top-Kommentar ist back, ich glaube einen Monat oder drei Wochen oder so hatten wir keinen Top-Kommentar mehr. Ja. Kobijam, erstmal Bro, du schreibst in jedem Video Romane, also was gut ist. Genau das fühle ich, nicht diese dummen Kommentare wie ich bin Erster, das und das. Ihr wisst ja, diese ganzen YouTube-Standard-Kommentare. Er geht richtig auf das Video ein und das macht er nicht jetzt hier unter dieses Video, sondern das macht er unter jedem Video. Gönnt euch, er schreibt einfach jedes Video ein Roman. Und Bro, ist jetzt auch egal, was du hier genau schreibst, aber das muss einfach wirklich festgehalten werden, wie Mühe du dir gibst. Heute öffnen wir 94 Plus Packs auf meinem Account. Jungs, die Wochenaufgabe, die kam mit den 94 Plus Packs, die man sich kostenlos freispielen konnte, die werden wir heute einmal ziehen. Ein Mod von mir hat sie mir freigeschaltet. Bevor jetzt einer schreibt, weil das habe ich auch auf Instagram bekommen, weil ich habe geschrieben auf Instagram, ein Mod hat mir die Packs gemacht. Die Packs werde ich später im Video dann hochladen, also im Video werdet ihr die dann später sehen. Direkt kommen Kommentare wie, du lässt deine Mods für dich arbeiten, du nutzt deine Mods aus, so komplett random Kommentare. Ich blende euch jetzt einmal hier einen Kommentar von meinem lieben Mod ein, Laurin, grüße ihn raus. Er hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob er es machen darf. Und ich sehe gerade, ich bekomme genau jetzt eine Nachricht, es ist nicht gescriptet. Er schreibt mir genau jetzt, bin fertig. Also wir gehen jetzt mal, hört. Ja, wir gehen rein, Jungs, und öffnen die 4 Packs. Let's go. Während wir hier in FIFA reingehen, wollte ich auch nochmal sagen, warum derzeit, was heißt derzeit, wir hatten den letzten Stream am Samstag, heute ist mittlerweile wieder Mittwoch. Es kommen keine Streams, Jungs, ich habe immer noch das Problem, mein PC wird einfach so aus dem Nichts grün. Jetzt haben wir herausgefunden, es liegt höchstwahrscheinlich an der Grafikkarte. Sobald meine Grafikkarte auch wieder ausgetauscht ist, kommen wieder, tägliche Streams. Oder was heißt tägliche? Ihr wisst, was ich meine, 3 bis 4 Mal die Woche Streams. Nächster Stream wird wahrscheinlich morgen oder Freitag schon sein. Da werden wir halt es dann riskieren. Wir hoffen einfach, dass mein, Bildschirm nicht grün wird. Und Samstag haben wir genau das, was KC gemacht hat. Und zwar die Kooperation mit Gaming Stars, wo ihr gegen mich im Stream, spielen könnt. Das wird auch sehr, sehr nice. Aber Jungs, jetzt erstmal Jacke ausziehen, jetzt geht's hier rund. Wir kommen zum Thema. 4x90 plus Totspacks. Laurin, Bro, Grüße gehen raus. Danke für deine Mühe. Du hast es mir angeboten. Ich weiß, danke dir, aber trotzdem hier nochmal. Ist nicht selbstverständlich, dass du dir überhaupt hier die Mühe gemacht hast. Ey, bitte, ey, gönn. Ich muss hier nochmal das Endpack abholen. Wir bekommen gleichzeitig nochmal, Jungs. Irgendwas bekommen wir doch für FIFA 21. Doch, irgendwas bekommen wir. Ah, werden wir gleich eine Nachricht wahrscheinlich bekommen. Oder warte, wir gehen mal raus. Ich will mal die Nachricht sehen, was wir bekommen. Weil man bekommt ja dadurch, dass man diese drei Aufgaben macht, bekommt man irgendwas für FIFA 21 freigeschaltet. Da bin ich doch mal gespannt. 4 Packs. Man bekommt wahrscheinlich doch nicht zu FIFA 21. 94 plus Packs. Die SBC kam vor ein paar Tagen noch als SBC für einen 92 plus Rating. Komm schon, ey, gönn. Kobijan, ich öffne mit deinem Kommentar. Bro, immer die Ehrenbrüder-Kommentare am Schreiben. Pack Nummer 4 für Lifestyle. Bitte. Ich bin gehypt, ich bin ehrlich. FIFA 21 kommt in einem Monat circa raus, aber trotzdem will ich noch was ziehen. Ich will was ziehen, komm schon. Gönn irgendwas? Ich glaube, das kann nichts werden. Oh, Promise. W. Ist ein W. Ist ein W. Ich weiß, oder was ich mich frage, der kostet halt gar nichts mehr. Also auch wenn, wir tun ihn einfach in die Icon SBC, wenn wir den nicht spielen wollen. Hier frage ich mich, warum immer Leute sich gar nicht freuen, wenn die Promise ziehen, weil der hat, okay, der kostet zwar vielleicht nur noch 100.000 oder nicht mal 100.000. Was? Der hat doch voll die kranken Stats. Wisst ihr, was ich meine? Der hat geisteskranke Stats. Klar, ihm fehlen vielleicht 5 Reekfoot, aber ansonsten hat der 10 von 10 Stats und kostet nur 80.000, 70.000. Nun gut, für mich ein W. Für mich persönlich ein W. Auch einmal in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel Promise, Doppelpunkt W. Und dann halt den nächsten Spieler, den ich gleich ziehe, Doppelpunkt L oder W. Oder macht es nicht mit L oder W, sondern benotet es, wie wir im Stream abgemacht haben, Jungs. Ich würde Promise eine 7 von 10 geben, würde ich jetzt sagen. Wir gehen rein, goldene Mitte, ich stehe sogar auf. Komm schon. Wir stehen auf, Jungs. Auch lange nicht mehr gehabt auf die Packs. Im Video lange nicht mehr gehabt. Im Stream machen wir das ja immer noch. Immer, mein Bruder kommt rein, darf auch nicht im Video fehlen. Mach Tür zu schnell. Mach Tür zu. Perfekt. Ey, wie kann man eine Aufnahme jedes Mal so rein... Wir machen ein Roulette doch gleich. Aber wir öffnen jetzt eins erstmal normal. Das letzte machen wir dann als Roulette-Pack. Wir öffnen jetzt noch einmal eins normal, das hatten wir noch gar nicht. Gönn bitte. Bitte nicht so eine Flagge wie jetzt gerade Kolumbien oder so, sondern... gönn doch. Was ist das denn? Das sind 90 Plus-Packs, dachte ich. Egal.
FIFA 21 kommt in einem Monat raus, es interessiert keinen mehr. Egal, Jungs, positiv sehen, das ist eine Free Icon SBC. Und nächstes Pack, R3 Pack, also wir schauen nicht hin und machen dann ein Roulette Pack, nicht R3 Pack. Okay, Pack ist weg, wir gehen einfach in die Top 5 Ligen direkt, also es wird ein kurzes, knappes Roulette Pack. Hier müssen wir noch Qualität einstellen. Dann gehen wir in die Ligen. Wir fangen an mit der französischen. Hier würde ich nur Ben Yedder gebrauchen, weil Mbappé Neymar habe ich schon. Und, ey, ich dachte, es wäre Mbappé Tots in Blau. Och Gott, das ist die Totti-Karte. Ich war kurz ruhig. Leider nicht geschafft, die CL zu gewinnen. Also was heißt leider, aber ich hätte es den beiden gegönnt. Ich weiß, viele haten Neymar extrem. Kann ich auch einerseits nachvollziehen, aber wäre cool gewesen. Also auch cool gewesen. Das heißt, Bayern auf jeden Fall gegönnt. Dann gehen wir weiter in die, komm, Serie A. Ich weiß nicht, ob Ronaldo kann man nicht ziehen. Der hat eine Totti-Karte, kann das sein? Ich weiß es nicht. Wir gehen rein. Ach Gott, ich dachte, ich hab... Ey, ich stoß bald die Leihspiele ab. Ich dachte, ich habe Lautaro gezogen. Schade. Ey, wollen die mich jetzt zweimal hintereinander trollen? Bundesliga. Ah, die Leber habe ich schon. Alles gut, Jungs. Leber habe ich schon. Okay, La Liga gibt es wirklich sehr viele Karten, die ich hätte. Nicht wundern, wenn jetzt Ramos kommt. Ramos habe ich aus einem, was war das nochmal? 86 plus Player Pick oder so gezogen. Oder aus einem Twitch Prime Pick, ich weiß es nicht mehr. Ne, es ist nicht Ramos. Ramos haben wir gezogen, war ein Leihspieler. Okay, Premier League. Und, bitte. Gar nichts in der Premier League. Also wir haben alle Top 5 Ligen durch. Kann man Nation noch einstellen? Nation, Argentinien, auch nicht. Brasilien haben wir gerade gezogen. Machen wir England. Philips. Okay. Philips, den haben wir gezogen aus dem Community-Tots damals, als das Tots frisch draußen war. Und dabei 1,2 Millionen wert. Ich könnte mit euch wetten, der kostet jetzt heutzutage gar nichts mehr. Vielleicht nicht mal 100.000. Aber ich glaube, wir können ja nicht sagen, dass die Karte nicht gut ist. Weil die Karte hat auf jeden Fall geile Stats. Guck mal, das ist Endgame-Stats. Wirklich, das sind Hullet-Stats. Also Hullet-90er-Rating-Stats. Aber einbauen, glaube ich, werde ich am Ende gar keine Karte. Ich bekomme sie erstens gar nicht eingebaut. Ja, Promise vielleicht Super-Sub behalten. Und die anderen drei, würde ich sagen, kommen einfach in die nächste Icon-SBC. Okay, so viel zu diesen Packs, Jungs. Wir sehen uns dann um 19 Uhr wieder. Sollte EA heute gar kein Content gönnen, werden wir noch ein Icon-Pack im Video heute machen. Sollte EA Content gönnen, wir warten ab. Wir sehen es gleich wieder. Wir haben es gerade 5:30. Eine Stunde, bis gleich. Okay, Freunde, bevor es 19 Uhr ist, wir haben es noch eine Minute. Ich wollte euch kurz sagen, Grüße gehen raus an Bandai Namco. Sie haben mir Tsubasa geschickt und ich bin wirklich absoluter Tsubasa-Fan. Das war so neben, ja, ihr seht schon hier, das ist jetzt nicht irgendwie Fake-Gelaber. Neben Dragon Ball, ich habe es mir ja auch hier gekauft. Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie Dragon Ball geguckt habt. Hier seht ihr auch Pirate Warriors, One Piece, My Hero, One Piece, anderes Game. Also es ist nicht irgendwie so gesagt. Ich bin wirklich, was Animes und so angeht, ja, bei vielen Serien seit meiner Kindheit dabei und vor allem Captain Tsubasa, Jungs. Superkickers, wer es nicht geguckt hat und allgemein Animes guckt, gönnt euch mal Captain Tsubasa. Ich darf das, also offizieller Release ist am Freitag, aber ich darf das jetzt schon spielen. Ich lade es gerade noch runter. Ich könnte es also heute schon beispielsweise streamen. Hättet ihr Interesse, dass ich es streame, morgen, heute, in die Kommentare. Aber wirklich nur, wenn ihr auch dabei wärt. Ich glaube, das könnte sehr, sehr cool werden. Mal eine kleine Abwechslung, hat ja auch was mit Fußball zu tun. Wie gesagt, in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann würde ich sagen, haben wir es jetzt 19 Uhr in 30 Sekunden. Wir gehen rein in FIFA und schauen mal, was da so abgeht. Gönnt ihr endlich mal die 5x89 plus SPC. Meiner Meinung nach, ja richtig, kommt sie nicht mehr. Bin ich ehrlich zu euch. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, dass sie noch kommt. Ich glaube, sie wurde irgendwie aus den Quellcodes wieder rausgenommen. EA dachte sich, nein, viel zu OP SBC. Bringen wir doch nicht. Und deswegen glaube ich mal, dass sie nicht kommt, um ehrlich zu sein. Also gar nicht mehr kommen wird. Ja, heute ist der 13. Tag. Laut Twitter hat jetzt heute jemand gepostet. 13 Tage ist diese SBC vermisst. Ob sie jetzt noch kommt, bin ich gespannt. Wir schauen mal rein. Wir haben es 19 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Richtig, wir haben es 19 Uhr. Let's go. Ist was gekommen oder können wir das Video wirklich direkt beenden? 90 plus Doppel-Upgrade. Okay, aber nicht 5x89 plus. Okay, aber immerhin Content. Immerhin. Ich will mich gar nicht beschweren. Wir haben hier noch ein 15k-Pack. Ich glaube, das ist aber gestern gekommen. Dann haben wir ein 2x90 plus Tots. Ne, nicht Tots-Pack, sondern 2x90 plus Pack. 84er Team. Ich habe ja heute ein paar Tots gezogen, die ich abgeben könnte. Kommt mal her, Jungs. Philips, Anselmo und wie hieß er? Atuesta. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt alle abgeben müssen, aber die zwei können wir abgeben und dann füllen wir das ganz schön mal auf und ziehen das Pack. Eben ein 81-Plus-Pack öffnen. Vielleicht können wir hier raus direkt eine Special-Karte ziehen oder am besten einfach nur zwei Gold-High-Rated-Karten. Ja, wir fahren durch. Komm. Gut. Perfekt. Also wirklich, das ist sogar besser als Tots oder sonst was, weil ich brauche gerade wirklich einfach nur Rating. Das wird Onana mit einer 85er.
Rating-Karte, also was wirklich sehr Stabiles dahinter, ist noch ein 82er Sanchez. Okay, auch gut, weil ich gerade ein paar Serie A-Spieler habe und man braucht ja auch ein bisschen Chemie, also passt das eigentlich ganz gut. Okay, somit haben wir das ja abgeschlossen, Jungs. Ich musste mir Milik kaufen für 5.000 und ein Blind oder Blind für 6.200. Also wir haben 11.000 Coins bezahlt für das Doppel-90-Plus-Pack. Wir gehen rein in 3, 2, 1 und... Ach komm, wir machen das mit der... Kette auf, let's go. Ich habe auch heute ein neues Insta-Bild gepostet, Jungs. Gerne abchecken. The Real Pains auf Instagram. Findet ihr mich? Ach Gott. Gönn doch einmal Totti. Italien. Das ist scheiße. Sage ich euch ehrlich, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Jungs. Sterling 92er. Icon SBC Futter, sage ich euch ehrlich. Beides Icon SBC Futter. Die Icon SBC werden wir dann morgen im Pack aufmachen, im Stream aufmachen, wenn wir auch Captain Tsubasa wahrscheinlich dann antesten werden. Werden wir das hier antesten, plus wir werden im Stream dann noch ein Icon Pack auf meinen Account machen. Dann würde ich sagen, ja, war es das erstmal mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr so 90 Plus Pack hattet. Ich bin raus, Jungs, haut rein, bis morgen und ciao, ciao. Promise that you'll never be lonely. Be the fan, that's what they call me.